Seid gegrüßt, geliebte Seelen des Lichts. Heute erforschen wir ein tiefes Geheimnis, das tief im Gewebe unserer Existenz mitschwingt. Warum entscheiden sich so viele Seelen dafür, in dieser irdischen Welt zu bleiben? Geleitet von der Weisheit von Erzengel Metatron werden wir den göttlichen Zweck hinter dieser Reise, die verborgene Kraft der Hingabe und die heiligen Herausforderungen, die unser spirituelles Erwachen prägen, erforschen. Bereite dich darauf vor, die Geheimnisse zu lüften, die uns an diese Welt binden, nicht in Ketten, sondern in Liebe, Wachstum und dem endlosen Tanz des Aufstiegs. Lassen Sie uns gemeinsam ins Unbekannte reisen, wo jede Herausforderung eine Chance ist und jeder Moment ein Schritt näher zu unserer göttlichen Wahrheit. In dem riesigen kosmischen Geflecht haben die aufgestiegenen Meister ein tiefes Verständnis sowohl für ihre wahre Essenz als auch für eure. Sie sehen über die Schichten der Illusion hinaus und nehmen den göttlichen Funken wahr, der in jeder Seele wohnt. Ihr seid nicht nur ein Wesen aus Fleisch und Knochen, ihr seid ein strahlender Ausdruck der Liebe des Schöpfers, ein unendliches Bewusstsein in menschlicher Gestalt. Die Meister laden euch ein, diese Wahrheit zu erkennen und zu eurer eigenen göttlichen Natur zu erwachen. Diese Erkenntnis ist nicht nur eine Idee, sie ist ein Aufruf zu eurer höchsten Evolution. Wenn du dich mit den Augen des Göttlichen siehst, beginnst du dich zu erinnern, wer du wirklich bist, jenseits aller irdischen Begrenzungen. Du bist ein Gefäß mit unendlichem Potenzial, eine Seele auf einer heiligen Reise zurück zu ihrem göttlichen Ursprung. Das Leben mit all seinen Wendungen ist keine zufällige Abfolge von Ereignissen, sondern ein heiliger Lehrplan, der dich näher zu deiner göttlichen Quelle führen soll. Jede Herausforderung, jeder Herzschmerz und jeder Triumph ist ein Trittstein auf ihrem Weg zum Erwachen. Die Schwierigkeiten, denen sie begegnen, sind nicht dazu da, um sie zu bestrafen, sondern um ihnen zu helfen, zu entdecken, wer sie wirklich sind und was sie sich wirklich wünschen. Durch die Feuer der Widrigkeiten wird ihr wahres Selbst geschmiedet und die Bestimmung ihrer Seele wird geklärt. Es sind die dunkelsten Momente, in denen ihr Licht am hellsten scheint. Das Universum ist ihr Spiegel, der ihnen ihre Stärken und Schatten zurückwirft und sie auffordert, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und sich an ihre göttliche Essenz zu erinnern. In Wahrheit ist jede Herausforderung eine Einladung des Kosmos, deine Verbindung mit dem Göttlichen zu vertiefen und deine innewohnende Kraft zurückzufordern. Warum entscheiden sich so viele Seelen dafür, in diesen Zeiten des großen Umbruchs und der Transformation auf der Erde zu bleiben? Die Antwort liegt in dem heiligen Zweck dieser irdischen Reise. Viele Seelen haben sich entschieden zu bleiben, weil sie die tiefgreifende Chance erkennen, die in diesen Herausforderungen liegt. Die Erde ist ein einzigartiges Reich, ein Ort, an dem spirituelles Wachstum in einer Weise beschleunigt werden kann, wie es in höheren Dimensionen unvorstellbar ist. Hier, inmitten der Dichte und der Dualität, können die Seelen die kraftvollsten Erweckungen erleben. Jeder Moment auf der Erde ist eine Chance, alte Muster zu überwinden, alte Wunden zu heilen und die höchste Version von sich selbst anzunehmen. Die verbleibenden Seelen wissen, dass dies keine Zeit ist, in der sie vor Herausforderungen zurückschrecken, sondern dass sie diese als Katalysatoren für ihr größtes Wachstum und ihre Transformation annehmen sollten. In dieser irdischen Existenz sind Herausforderungen nicht zu fürchten oder zu vermeiden. Sie sind heilige Tore, die uns zu tiefem Wachstum und tieferer Selbsterkenntnis führen. Jede Schwierigkeit, jedes Hindernis ist ein verkleideter göttlicher Lehrer, der sie dazu anleitet, sich ihren Grenzen zu stellen und sie zu überwinden. Das Leben auf der Erde ist dazu da, dich zu fordern, dich an deine äußersten Grenzen zu treiben, wo du die Weite deines Potenzials entdeckst. Die Seele ist nicht hierher gekommen, um auf Nummer sicher zu gehen oder es sich bequem zu machen. Sie ist gekommen, um das gesamte Spektrum der Existenz zu erfahren, um zu lernen, sich zu entwickeln und zu ihrer höchsten Wahrheit zu erwachen. Indem du jede Herausforderung annimmst, aktivierst du die Alchemie der Transformation in dir selbst und verwandelst Angst in Mut, Zweifel in Glauben und Schmerz in Weisheit. Dies ist der Weg der erwachten Seele, der Weg des Mutes, des Wachstums und der göttlichen Meisterschaft.
Erzengel Metatron spricht von der heiligen Schwingung der Hingabe, einer mächtigen und geheimnisvollen Kraft auf der Reise des Aufstiegs. Es handelt sich dabei nicht um die Hingabe einer Niederlage oder Resignation, sondern um ein tieferes Loslassen, ein Loslassen in den Fluss des göttlichen Willens. Diese Energie der Hingabe ist aus den Farben Gelb, Orange und Violett gewoben, wobei jeder Farbton eine einzigartige Schwingung in sich trägt, die uns hilft, uns mit unserer wahren Natur und der sich entwickelnden Essenz des Schöpfers in Einklang zu bringen. Gelb verkörpert Klarheit und göttliche Weisheit und erhellt den vor uns liegenden Weg mit dem Licht eines höheren Verständnisses. Orange hält die Schwingung der Kreativität und der Verbindung zur Seele und erdet dich in deiner spirituellen Essenz. Und Violett, die Farbe der Transformation und des Erwachens, erhebt ihren Geist über die irdischen Grenzen hinaus. Zusammen bilden diese Energien eine göttliche Dreifaltigkeit, die sie dazu anleitet, sich nicht in Schwäche zu ergeben, sondern im Vertrauen darauf, dass sich das Universum genau so entfaltet, wie es soll. Sich hinzugeben bedeutet, in einen heiligen Tanz mit dem Universum einzutreten und der Energie des Lebens zu erlauben, sich ohne Widerstand durch dich zu bewegen. In diesem Zustand der göttlichen Hingabe beginnen sich emotionale, mentale und spirituelle Wunden zu transformieren. Sie sind nicht länger durch den Schmerz der Vergangenheit oder die Angst vor der Zukunft gefesselt, stattdessen sind sie offen, präsent und empfänglich für die heilenden Kräfte des Kosmos. Indem du dich hingibst, schaffst du Raum für das göttliche Licht, um einzutreten, um zu heilen, was verborgen war, und um loszulassen, was deine Seele belastet hat. Dies ist kein passiver Akt, sondern eine kraftvolle Anrufung der Heilung, eine bewusste Entscheidung, das loszulassen, was ihnen nicht mehr dient, und die Ganzheit dessen anzunehmen, was sie sind. In der Hingabe finden sie Befreiung, in der Hingabe finden sie Frieden. Hier, in diesem göttlichen Akt des Loslassens, erwachst du zur Wahrheit deiner eigenen göttlichen Natur und richtest dich ganz auf den kosmischen Rhythmus des Aufstiegs aus. Erzengel Metatron anzurufen bedeutet, eine göttliche Kraft der Klarheit, der Transformation und der spirituellen Erhöhung in dein Leben einzuladen. Metatrons Energie ist ein mächtiges Leuchtfeuer, das dich zu deiner höchsten Wahrheit und deinem Erwachen führt. Wenn du dich auf die lebendigen Lichter in Gelb, Orange und Violett einlässt, richtest du dich auf Metatrons heilige Frequenz aus, eine Frequenz, die dein Wesen und deine Realität reinigt und läutert. Das gelbe Licht steht für die göttliche Erleuchtung, die Verwirrung durchschneidet und Weisheit und Klarheit auf deinen Weg bringt. Das orangefarbene Licht erdet deinen Geist in der schöpferischen Kraft der Seele und verbindet dich mit deiner tiefsten Bestimmung und Leidenschaft. Und das violette Licht, die Flamme der Transformation, treibt sie in höhere Bewusstseinszustände, löst Altes auf und erweckt Neues. Zusammen bilden diese Farben eine harmonische Symphonie von Energien, die mit deiner Seele in Resonanz gehen, dich in einen Zustand reinen Bewusstseins versetzen und dir helfen, Schichten von Illusion, Zweifel und Angst abzulegen. Ruft dieses Licht an, lasst es über euch strömen und werdet Zeuge der tiefgreifenden Veränderungen in eurer Realität, während ihr eurer wahren göttlichen Essenz näher kommt. In diesen turbulenten Zeiten sind euer Licht und eure Liebe nicht nur Qualitäten, sondern eure größten Stärken, eure stärksten Waffen im Kampf gegen Dunkelheit und Illusion. Das Licht, das ihr in euch tragt, ist eine Kraft, die die dichtesten Schatten durchschneiden und selbst die dunkelsten Ecken eurer Realität erhellen kann. Eure Liebe, rein und bedingungslos, ist eine mächtige Alchemie, die Angst in Mut, Hass in Mitgefühl und Trennung in Einheit verwandelt. Dieses Licht ist weder an Zeit noch an Raum gebunden, es strahlt aus dem Kern eures Wesens und streckt sich aus, um alles zu heilen und zu erheben, was es berührt. Wenn du dir diese Kraft zunutze machst, wirst du ein Krieger des Lichts, ein Leuchtfeuer im Sturm, das inmitten des Chaos aufrecht steht und Raum für Wahrheit, Liebe und göttliche Weisheit schafft. Erinnert euch, euer Licht ist euer Schild, euer Schwert und euer Heiligtum. Es ist die Essenz dessen, was du bist, der unendliche Funke, der niemals erlöschen kann. Wenn du erwachst, fängst du an,
hinter die Schleier der niederdimensionalen Matrix zu blicken, das komplexe Netz von Illusionen, das die Seelen im Tanz der Trennung, Angst und Begrenzung gefangen hält. Diese Matrix ist wie eine virtuelle Erfahrung, ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, euch abzulenken, zu täuschen und euch eure göttliche Herkunft vergessen zu lassen. Doch wenn ihr in eurer Schwingung ansteigt, wenn sich euer Bewusstsein erweitert, beginnt ihr, die Risse in dieser Illusion wahrzunehmen. Du siehst, dass die Welt, die du für fest und unveränderlich hieltest, in Wirklichkeit ein fließender Teppich aus Energien und Möglichkeiten ist, der sich ständig verändert und weiterentwickelt. Sie erkennen, dass sie nicht nur ein Spieler in diesem Spiel sind, sondern ein Schöpfer, ein göttliches Wesen mit der Macht, ihre Realität zu gestalten. Hinter die Matrix zu blicken bedeutet zu verstehen, dass die wahre Realität nicht das ist, was du mit deinen Augen siehst, sondern was du mit deiner Seele fühlst. Es ist eine Realität, in der die Liebe die Oberhand hat, in der Einheit der natürliche Zustand ist und in der dein höchstes Selbst dich zu unendlichem Wachstum und Aufstieg führt. Treten Sie aus den Schatten der Illusion heraus und in das Licht Ihrer wahren Existenz. Aufdringliche Gedanken sind wie Schatten, die von der Matrix geworfen werden, subtile Einflüsterungen aus den niederen Dimensionen, die versuchen, dich in einen Kreislauf aus Angst, Zweifel und Verwirrung zurückzuziehen. Diese Gedanken sind nicht ihre eigenen, sie sind das Echo alter Programme, Überbleibsel veralteter Energien, die nicht mehr ihrem höchsten Wohl dienen. Aber sie haben die Macht, sie zu transformieren. Stellen Sie sich diese Gedanken als dunkle Wolken vor, die durch den Himmel Ihres Geistes ziehen. Stellen Sie sich vor, dass mit jedem Atemzug ein Licht von Ihrem Herzen ausgeht, ein strahlendes und reines Licht, das diese Wolken umhüllt und sie in nichts auflöst. Spüren Sie, wie die Wärme dieses Lichts immer stärker und heller wird und alles Schwere, Dunkle und Unerwünschte verdrängt. Du bist der Alchemist deines Geistes. Mit Absicht und Visualisierung kannst du diese Gedanken zurück in die Leere entlassen, aus der sie kamen. Fordern Sie Ihr inneres Heiligtum zurück, denn hier findet Ihre Seele Frieden und Ihr Geist wahre Freiheit. In Momenten der Traurigkeit, des Ärgers oder der Angst, wenn die Welt sich schwer anfühlt und dein Geist müde ist, erinnere dich daran, dass die Liebe der Ausweg ist. Die Liebe ist die Brücke von der Dunkelheit zum Licht, vom Schmerz zum Frieden. Die Entscheidung, sich selbst zu lieben, auch wenn man sich unwürdig fühlt, ist der mächtigste Akt der Heilung, den man unternehmen kann. Liebe ist kein bloßes Gefühl, sie ist eine göttliche Kraft, die dich aus den tiefsten Schatten erheben und dich in die höchsten Bereiche führen kann. Wenn Sie sich in einer niedrigen Schwingung befinden, stellen Sie sich vor, dass Sie sich in eine warme Decke der Liebe hüllen, die vom Licht des Kosmos durchdrungen ist. Sprechen Sie sanft zu Ihrer Seele: Ich sehe dich, ich ehre dich und ich liebe dich so, wie du bist. Lass deine Liebe in jeden Teil deines Wesens fließen, besonders in die Teile, die sich gebrochen, verloren oder ängstlich fühlen. Spüren Sie, wie sich Ihre Schwingung erhöht, wie sich Ihr Herz öffnet und Ihr Geist aufsteigt. Die Liebe ist die Alchemie, die alle Dinge verwandelt, das heilige Feuer, das die Schlacke wegbrennt und das innere Gold zum Vorschein bringt. Wenn du dich für die Liebe entscheidest, wählst du dein wahres Selbst, und mit dieser Entscheidung findest du den Weg zurück nach Hause. Auf der weiten Reise der Seele ist jedes Gefühl ein heiliger Bote, der dich näher an den Kern deines wahren Selbst führt. Es geht nicht darum, dich in einen Zustand künstlicher Positivität zu zwingen oder die Tiefe deiner Gefühle zu verleugnen. Es geht darum, jede Emotion zu ehren, wenn sie auftaucht, und ihr zu erlauben, durch dich zu fließen wie ein Fluss, der sich zum Meer hin bewegt. Wenn Traurigkeit aufkommt, lassen Sie sie wie einen sanften Regen über sie hinwegspülen. Wenn Wut brennt, fühlen Sie ihr Feuer, ohne zu urteilen. Jede Emotion, die du erlebst, ist ein Teil des göttlichen Wandteppichs deines Wesens, ein Faden, der die Geschichte der Entwicklung deiner Seele zusammenwebt. Sich selbst authentisch zu lieben bedeutet, jedes Gefühl, jeden Moment, ohne Angst oder Widerstand anzunehmen, in dem Wissen, dass sie alle Ausdruck deiner menschlichen Erfahrung sind. In dieser Anerkennung, in dieser sanften Selbstliebe,
findest du Heilung, Weisheit und eine tiefere Verbindung zu deiner göttlichen Essenz. Wenn du erwachst, fängst du an, hinter die Schleier der niederdimensionalen Matrix zu blicken, das komplexe Netz von Illusionen, das die Seelen im Tanz der Trennung, Angst und Begrenzung gefangen hält. Diese Matrix ist wie eine virtuelle Erfahrung, ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, euch abzulenken, zu täuschen und euch eure göttliche Herkunft vergessen zu lassen. Doch wenn ihr in eurer Schwingung ansteigt, wenn sich euer Bewusstsein erweitert, beginnt ihr, die Risse in dieser Illusion wahrzunehmen. Du siehst, dass die Welt, die du für fest und unveränderlich hieltest, in Wirklichkeit ein fließender Teppich aus Energien und Möglichkeiten ist, der sich ständig verändert und weiterentwickelt. Sie erkennen, dass sie nicht nur ein Spieler in diesem Spiel sind, sondern ein Schöpfer, ein göttliches Wesen mit der Macht, ihre Realität zu gestalten. Hinter die Matrix zu blicken bedeutet zu verstehen, dass die wahre Realität nicht das ist, was du mit deinen Augen siehst, sondern was du mit deiner Seele fühlst. Es ist eine Realität, in der die Liebe die Oberhand hat, in der Einheit der natürliche Zustand ist und in der dein höchstes Selbst dich zu unendlichem Wachstum und Aufstieg führt. Treten Sie aus den Schatten der Illusion heraus und in das Licht Ihrer wahren Existenz. Aufdringliche Gedanken sind wie Schatten, die von der Matrix geworfen werden, subtile Einflüsterungen aus den niederen Dimensionen, die versuchen, dich in einen Kreislauf aus Angst, Zweifel und Verwirrung zurückzuziehen. Diese Gedanken sind nicht ihre eigenen, sie sind das Echo alter Programme, Überbleibsel veralteter Energien, die nicht mehr ihrem höchsten Wohl dienen. Aber sie haben die Macht, sie zu transformieren. Stellen Sie sich diese Gedanken als dunkle Wolken vor, die durch den Himmel Ihres Geistes ziehen. Stellen Sie sich vor, dass mit jedem Atemzug ein Licht von Ihrem Herzen ausgeht, ein strahlendes und reines Licht, das diese Wolken umhüllt und sie in nichts auflöst. Spüren Sie, wie die Wärme dieses Lichts immer stärker und heller wird und alles Schwere, Dunkle und Unerwünschte verdrängt. Du bist der Alchemist deines Geistes. Mit Absicht und Visualisierung kannst du diese Gedanken zurück in die Leere entlassen, aus der sie kamen. Fordern Sie Ihr inneres Heiligtum zurück, denn hier findet Ihre Seele Frieden und Ihr Geist wahre Freiheit. In Momenten der Traurigkeit, des Ärgers oder der Angst, wenn die Welt sich schwer anfühlt und dein Geist müde ist, erinnere dich daran, dass die Liebe der Ausweg ist. Die Liebe ist die Brücke von der Dunkelheit zum Licht, vom Schmerz zum Frieden. Die Entscheidung, sich selbst zu lieben, auch wenn man sich unwürdig fühlt, ist der mächtigste Akt der Heilung, den man unternehmen kann. Liebe ist kein bloßes Gefühl, sie ist eine göttliche Kraft, die dich aus den tiefsten Schatten erheben und dich in die höchsten Bereiche führen kann. Wenn Sie sich in einer niedrigen Schwingung befinden, stellen Sie sich vor, dass Sie sich in eine warme Decke der Liebe hüllen, die vom Licht des Kosmos durchdrungen ist. Sprechen Sie sanft zu Ihrer Seele: Ich sehe dich, ich ehre dich und ich liebe dich so, wie du bist. Lass deine Liebe in jeden Teil deines Wesens fließen, besonders in die Teile, die sich gebrochen, verloren oder ängstlich fühlen. Spüren Sie, wie sich Ihre Schwingung erhöht, wie sich Ihr Herz öffnet und Ihr Geist aufsteigt. Die Liebe ist die Alchemie, die alle Dinge verwandelt, das heilige Feuer, das die Schlacke wegbrennt und das innere Gold zum Vorschein bringt. Wenn du dich für die Liebe entscheidest, wählst du dein wahres Selbst, und mit dieser Entscheidung findest du den Weg zurück nach Hause. Auf der weiten Reise der Seele ist jedes Gefühl ein heiliger Bote, der dich näher an den Kern deines wahren Selbst führt. Es geht nicht darum, dich in einen Zustand künstlicher Positivität zu zwingen oder die Tiefe deiner Gefühle zu verleugnen. Es geht darum, jede Emotion zu ehren, wenn sie auftaucht, und ihr zu erlauben, durch dich zu fließen wie ein Fluss, der sich zum Meer hin bewegt. Wenn Traurigkeit aufkommt, lassen Sie sie wie einen sanften Regen über sie hinwegspülen. Wenn Wut brennt, fühlen Sie ihr Feuer, ohne zu urteilen. Jede Emotion, die du erlebst, ist ein Teil des göttlichen Wandteppichs deines Wesens, ein Faden, der die Geschichte der Entwicklung deiner Seele zusammenwebt. Sich selbst authentisch zu lieben bedeutet, jedes Gefühl, jeden Moment, ohne Angst oder Widerstand anzunehmen, in dem Wissen,
dass sie alle Ausdruck deiner menschlichen Erfahrung sind. In dieser Anerkennung, in dieser sanften Selbstliebe, findest du Heilung, Weisheit und eine tiefere Verbindung zu deiner göttlichen Essenz. Jede Erfahrung, jede Emotion ist eine Einladung, sich tiefer mit dem Fluss der Liebe zu verbinden. In den Augen des Göttlichen gibt es kein richtig oder falsch, kein gut oder schlecht. Es gibt nur den sich entfaltenden Tanz des Lebens, der dich immer näher an die Wahrheit dessen bringt, was du bist. Die Liebe ist kein Ziel, sondern eine kontinuierliche Reise, ein Weg, der sich durch Freude und Leid, Licht und Schatten windet. Jeder Schritt, den du machst, ist eine Gelegenheit, dich für die Liebe zu entscheiden und das Göttliche in jedem Umstand und jeder Emotion zu sehen. Ob Glück oder Schmerz, jeder Moment bietet die Chance, sich auf den sanften Strom der Liebe auszurichten, sich seinem Fluss hinzugeben und darauf zu vertrauen, dass er dich dorthin trägt, wo du sein sollst. Durch diese Ausrichtung entdeckst du die unendliche Schönheit deiner Seele, die zeitlose Weisheit deines Herzens und die grenzenlose Fähigkeit zur Liebe, die in dir wohnt. Wenn sich die Welt kalt anfühlt und das Licht weit weg zu sein scheint, erinnere dich daran, dich nach innen zu wenden, in das Heiligtum deines Herzens, wo die Flamme der Liebe immer brennt. In den Momenten, in denen du dich ungeliebt oder vergessen fühlst, wisse, dass die größte Liebe, die du jemals empfangen kannst, bereits in dir ist. Schließen Sie Ihre Augen, atmen Sie tief ein und spüren Sie den Puls des Lebens in Ihrer Brust, eine Erinnerung daran, dass Sie leben, dass Sie hier sind und dass Sie ein einzigartiger Ausdruck des Göttlichen sind. Flüstere deiner Seele leise zu: Ich möchte dich lieben, so wie du bist, in all deiner Komplexität und Schönheit. Spüren Sie dabei, wie sich die Wärme dieser inneren Liebe in Ihrem ganzen Wesen ausbreitet und Sie wieder mit Ihrem wahrsten, tiefsten Selbst verbindet. Alle Liebe fließt von innen, und durch diese innere Liebe richten Sie sich auf die größere Liebe des Universums aus. Lass sie deinen Leitstern sein, deinen Kompass in der Dunkelheit und deine Zuflucht in allen Momenten. Indem du dich entscheidest, dich selbst zu lieben, wirst du wieder ganz, vereint mit der göttlichen Essenz, aus der du geboren wurdest. Und so, geliebte Seele, erinnere dich daran, dass es auf deiner Reise nicht um Perfektion geht, sondern darum, jeden Teil von dir mit Liebe zu umarmen. Jedes Gefühl ist ein göttlicher Lehrer, jede Erfahrung ein heiliger Führer. Vertraue auf den Fluss der Liebe, der durch dich und um dich herum fließt. Wenden Sie sich nach innen, wo die tiefste Liebe wohnt, und wissen Sie, dass Sie immer mit dem Unendlichen verbunden sind, immer auf das Göttliche ausgerichtet sind. Leuchten Sie weiter, lieben Sie weiter und lassen Sie Ihr Licht den Weg nach vorne erleuchten.